Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Ingo Zamperoni. Guten Abend. Es ist auf den Tag genau ein halbes Jahr her, dass in Deutschland der erste Corona-Fall bestätigt worden ist, damals in Bayern. Und seitdem ist vieles anders geworden. Ein halbes Jahr voller Einschränkungen und Verluste, aber auch eines, das im Zeichen des Zusammenhalts und der gemeinsamen Anstrengungen gegen die Pandemie stand. Zwar hat sich mittlerweile vieles wieder gelockert, doch die jüngsten Anstiege der infizierten Zahlen und größere lokale Ausbrüche haben nur zu deutlich gemacht, das Virus ist lange noch nicht besiegt. Und so blicken viele mit Sorge auf die Rückreisewelle nach den Sommerferien. Allen voran der Gesundheitsminister, der nun ankündigte, ab kommender Woche sollen alle Einreisenden aus Risikoländern zu einem Corona-Test verpflichtet werden. Wie das funktionieren kann und ob das reicht, Kerstin Palzer. Der Wolfgangsee in Österreich, so schön, so idyllisch, aber ein neuer Corona-Hotspot. In der letzten Nacht wurden 57 neue Infektionen bestätigt, fast ausschließlich von Hotelmitarbeitern. Hunderte Testergebnisse, auch von Urlaubern, stehen noch aus. Das Problem ist, dass etliche Touristen schon abgereist sind und jetzt möglicherweise, ohne es zu wissen, das Virus in ihre Heimat bringen. Also alle testen, die aus dem Ausland zurückkehren? Zumindest, wenn man aus Risikogebieten kommt. Dafür hat sich heute Vormittag auch schon Bayerns Ministerpräsident Söder ausgesprochen und warnt vor solchen Reisen. Die Kernfrage, warum muss man in Risikogebiete fahren, wo man eigentlich hervorragend Urlaub in Sicherheit machen kann? Das bleibt, und das ist auch nochmal der Appell an alle bei uns, sich das einfach nochmal jetzt die nächsten 4 Wochen und die nächsten 6 Wochen in Ferien nochmal ganz genau zu überlegen, wenn man nicht gebucht hat, wo er wirklich hinfährt. Am Nachmittag kündigt Gesundheitsminister Spahn dann an, er werde eine Testpflicht für Einreisende aus Risikogebieten anordnen. Welche Länder das sind, kann man beim Robert-Koch-Institut einsehen. Es handelt sich fast ausschließlich um außereuropäische Länder. An einigen Flughäfen werden schon Tests durchgeführt, aber jetzt soll überall, wo internationale Flieger ankommen, getestet werden. Zustimmung für den Zwangsplan von Spahn kommt auch von den Linken. Ich bin auch für verpflichtende Tests und ich bin dafür, dass die Kosten von den Krankenkassen oder durch staatliche Zuschüsse übernommen werden. Auch die Vorsitzende der Gesundheitsministerkonferenz der Länder ist für kostenlose Tests. Das ist gut investiertes Geld, wenn Menschen einreisen und positiv sind, andere anstecken, dann sind die Kosten für unser Gesundheitssystem eine vielfach größere Summe. Das sehen nicht alle so. Wer in Urlaub fährt, sollte auch das Geld für den Test danach selbst aufbringen, findet die FDP. Wenn jemand in ein Urlaubsland reist, wo er schon vorher weiß, dass es ein Risikogebiet ist, dass auch dafür auch gezahlt werden muss. Für Verbraucherschützer ist nicht nur die Kostenfrage ein Problem. Sie warnen ganz grundsätzlich vor einem Testzwang. Je mehr Tests, desto besser, keine Frage. Aber aus freiwilligen Tests, die es ja noch gar nicht überall gibt, jetzt Zwangstests zu machen, ist schlecht, weil es Gegenreaktionen hervorrufen wird. Es wird gerichtlich Auseinandersetzungen darüber geben, die niemanden nützen an der Stelle. Die Regelung Spahns soll übrigens erst ab nächster Woche gelten. Für die Urlauber vom Wolfgangsee hat das noch keine Konsequenz, denn der gilt nicht oder noch nicht als Risikogebiet. Und über die verpflichtenden Corona-Tests habe ich am Abend mit dem Gesundheitsminister selbst gesprochen, Jens Spahn in München. Guten Abend, Herr Spahn. Schönen guten Abend, Herr Zamperoni. Sie wollen nun also ab kommender Woche eine Corona-Testpflicht für Rückkehrer aus Risikogebieten anordnen. Warum nicht für alle Rückkehrer aus welchem Land auch immer? Zuerst einmal sind nahezu alle Länder außerhalb der Europäischen Union im Moment Risikogebiet. Wir sehen ja auch in den USA, in Brasilien, in vielen anderen Ländern, wir sind mitten in der Pandemie, die Infektionszahlen sind hoch. Und gleichzeitig gibt die rechtliche Grundlage, das Infektionsschutzgesetz, eben ist auch ausdrücklich her, nur für Einreisende aus Risikogebieten. Das ist, denke ich, auch richtig. Es geht ja auch um eine Verhältnismäßigkeit der Maßnahme. Aber es ist eben auch wichtig, es zu machen. Wir wollen sicherstellen, dass nicht aus diesen Ländern dieses Virus zurück nach Deutschland getragen wird, wo wir doch unter großen Mühen es gerade erst unter Kontrolle gebracht haben.
Ja, aber Sie sagen es, die meisten Länder in Europa sind keine Risikogebiete. Aber eines der Labore beispielsweise, die die bisherigen Tests am Flughafen in Frankfurt durchführen, stellt fest, dass die meisten positiv Getesteten eben aus Nicht-Risikoländern gekommen sind. Muss man das konsequenterweise also nicht auf diese Länder ausweiten? Wir haben ja gleichzeitig ein Angebot, auch an alle anderen Einreisenden, sich testen zu lassen, freiwillig testen zu lassen. Aber das ist auch neu, das werden wir auch ab dieser Woche die Kosten übernehmen. Und gleichzeitig erklären wir natürlich auch Gebiete und Länder in Europa zu Risikogebieten, wenn das Infektionsgeschehen entsprechend ist. Schweden zum Beispiel war lange Zeit Risikogebiet, Luxemburg aktuell. Wir schauen jeden Tag, das Robert-Koch-Institut schaut jeden Tag, wie das Infektionsgeschehen eben auch in Europa ist natürlich. Aber da bleiben doch viel zu große Lücken, wenn zum Beispiel am Wolfgangsee oder in Katalonien eben solche Hotspots in Ländern, die insgesamt vielleicht nicht als Risikogebiet gelten, entstehen. Dann kommen doch viele her und haben das trotzdem. Klar gibt es dieses Risiko und deswegen bleibt ja eines wichtig als Zamperoni und das kann ich auch mit keiner Verordnung irgendwie ändern. Wir müssen weiterhin aufeinander aufpassen. Das ist das Entscheidende, dass wir achtsam bleiben. Der Leichtsinn, der sich ergibt im Alltag, im Urlaubsalltag sowieso, wenn man natürlich etwas ausgelassener ist. Illegale Partys, die Bilder, die wir sehen, die besorgen mich sehr. Und deswegen gilt natürlich der Grundappell, Abstand halten, aufeinander achten und sich im Zweifel testen lassen, wenn man aus solchen Regionen oder generell aus dem Urlaub zurückkommt. Das bleibt so oder so und darum kann ich die Bürgerinnen und Bürger immer nur auch bitten. Aber jetzt die Testpflicht für die aus den Risikogebieten. Das heißt, Sie sind zur Erkenntnis gekommen, dass es mit der Einsicht vieler Bürgerinnen und Bürger nicht so weit her ist und es deshalb den Zwang braucht? Das ist auch ein wichtiges Signal generell, dass diese Risikogebiete eben, das Geschehen wie in den USA, in Brasilien, tatsächlich nochmal einen großen Unterschied machen. Wir haben übrigens Stand heute auch eine Quarantäneverpflichtung. 14 Tage muss jeder, der aus diesen Ländern einreist, zu Hause bleiben. Er sollte sich eigentlich auch bei seinen Behörden vor Ort melden. Wir stellen nur fest, dass das bei Weitem nicht alle tun. Und deswegen ist es eben wichtig, gerade an den Einreisepunkten, wie den Flughäfen, wie zum Teil den Hauptbahnhöfen oder auch an der Grenze an bestimmten Raststätten, tatsächlich eben stärker auch zu Kontrollen zu kommen und auch zu verpflichtenden Tests. Da geht das ja. Flugreisende kann man ja ganz gut am Flughafen kontrollieren. Aber was ist mit Zugreisenden oder mit Autofahrern? Ja, zum Beispiel der Freistaat Bayern, in dem ich ja gerade bin, hat angekündigt, auch an Hauptbahnhöfen mit internationalen Verbindungen, auch an Grenzübertritten und Raststätten dort entsprechende Testangebote einerseits zu machen und zum Zweiten... Aber das bleibt alles freiwillig. Dann sind ja wieder diese Lücken da. Im Moment, Herr Zamperoni, gibt es ja die Verpflichtung noch nicht. Die muss ich erst anordnen. Das braucht 2-3 Tage. Und wenn es diese Verpflichtung geben wird, dann können natürlich auch an diesen Stellen entsprechende Einreisende dann zum Test verpflichtet werden. Aber habe ich Sie richtig verstanden? Sie können diejenigen, die aus Risikoländern einreisen, dazu anordnen und verpflichten, weil das eben das Infektionsschutzgesetz hergibt, aber aus Nicht-Risikoländern nicht. Müsste man da nicht dann das Gesetz ändern oder irgendwie das so anordnen, dass man eben auch aus diesen Gebieten, wenn es eben riskant ist, da von dort einzureisen, die dann auch zu einem Pflichttest verpflichten kann? Am Ende, Herr Zamperoni, ist das ja ein Eingriff in die persönliche Freiheit. Der muss natürlich auch gut gerechtfertigt sein, verhältnismäßig sein. Ein neuer Lockdown als Risiko ist doch gerechtfertigt. Bin ich voll bei Ihnen. Deswegen sage ich ja, ist es bei Risikogebieten eben auch sehr gut zu rechtfertigen, eine entsprechende Verpflichtung einzuführen. Und wir müssen natürlich jeden Tag aufs Neue schauen, welche Gebiete wir zu Risikogebieten dann erklären. Ich weiß noch sehr gut, wie wir am Anfang etwa Südtirol, bestimmte Regionen Österreichs zu Risikogebieten erklärt haben im Februar, März. Wie es damals übrigens viel Unverständnis gab für diese Entscheidung. Und natürlich wäre das auch heute wieder möglich. Ich sage noch einmal, wir schauen uns jeden Tag das Infektionsgeschehen an. Und jenseits von jetzt einzelnen Tagesmeldungen, sobald das gerechtfertigt ist, würden und werden auch weitere Gebiete zu Risikogebieten erklärt. Mir macht zum Beispiel die Entwicklung, Sie erwähnten Katalonien, in Teilen Spaniens gerade große Sorgen, weil ja auch Spanien ein großes Urlaubsland für viele Deutsche ist. Und wie lange muss man dann in einem solchen Risikogebiet gewesen sein? Wenn man nur kurz dort war, zum Einkaufen über die Grenze oder nach Belgien beispielsweise, nach Österreich, müsste man dann auch getestet werden? Grundsätzlich gibt es Ausnahmen, etwa für Berufspendler, auch in vielen der Verordnungen der Länder. Aber darüber hinaus gilt grundsätzlich schon, wer aus einem Risikogebiet zurückkehrt, der unterliegt dann den entsprechenden Verpflichtungen, ja.
Das soll kostenlos aber sein. Es gibt natürlich aber auch Forderungen, die Kosten nicht der Allgemeinheit aufzubürden, sondern dass diejenigen, die meinen, auch in den Urlaub fahren zu müssen, dann auch den Test selber zahlen. Wissen Sie, wir haben ein sehr wichtiges Prinzip. Das ist mir auch persönlich als Bundesminister für Gesundheit wichtig. Seit Beginn dieser Pandemie, seit Anfang des Jahres, dass in Deutschland das Testen keine Frage des Geldbeutels ist. Das ist ein großer Unterschied zu vielen anderen Ländern, die dann eben auch zu wenig getestet haben über viele Monate. Das sollte keine soziale Frage sein, ob man getestet werden kann. Die praktischen Fragen, auch wie Sie solche Forderungen dann am Ende durchsetzen wollen, all das belastet dann das wichtige Angebot und eben auch die Verpflichtung, sich testen zu lassen. Deswegen bleibt es für mich dabei, eine Testpflicht kommt auch mit einem kostenlosen Test. Ich weiß, dass viele dann immer an den wohlsituierten Mallorca-Urlauber denken, aber ich sage Ihnen, auch viele andere soziale Schichten sind momentan mobil. Da geht es auch um Familienrückkehr oder Besuche. Und ich weiß, wie dieser Reflex ist. Wissen Sie, das ist die Debatte, wer sich den Skiurlaub leisten kann, der kann sich auch das gebrochene Bein leisten. Da klatschen immer erstmal alle. Aber wenn man das mal zu Ende denkt, dieses Prinzip, dann stellt es eigentlich gerade in einer solchen Pandemie die Solidargemeinschaft in Frage. Deswegen, ich bleibe dabei, Testen sollte nicht vom Geldbeutel abhängen. Sagt der Bundesgesundheitsminister. Vielen Dank, Herr Spahn, für das Gespräch. Sehr gerne. Auf Polizeicomputern sind sensible Daten gespeichert, zum Beispiel von Menschen, die einen besonderen Sicherheitsschutz genießen und brauchen. Doch immer wieder gehen Beamte alles andere als sensibel mit den Daten um und verschaffen sich illegal Zugang dazu. Gestern war bekannt geworden, dass es seit 2018 wegen unberechtigter Zugriffe bundesweit wohl mehr als 400 Verfahren gegen Polizistinnen und Polizisten gegeben hat. Mithilfe unrechtmäßig abgefragter Daten waren zuletzt auch Politikerinnen und Künstlerinnen mit Neonazi-Mails bedroht worden. Wer dahinter steckt, bislang noch unklar. Jetzt wurde ein Ehepaar festgenommen, das verdächtig wird, wenigstens einige dieser Mails geschrieben zu haben. Michael Stempfler berichtet. Vorläufige Festnahme eines Ex-Kollegen am vergangenen Freitag. Die bayerische Polizei verdächtigt einen 63-jährigen früheren Beamten aus Landshut und dessen Ehefrau, Drohmails verschickt zu haben. Seit Jahren werden solche Mails verschickt, etwa an prominente Frauen wie die Kabarettistin Beida. Und die Verfasser verweisen auf das Mordtrio um die Terroristin Beate Zschäpe. Offenbar, um besonders viel Angst zu verbreiten. Die Person, um die es geht, dieser Polizeibeamte, ist uns natürlich hier als ehemaliger Polizeibeamter bekannt. Er ist außerdem in den letzten Jahren wiederholt durch eher ausländerfeindliche Äußerungen aufgefallen. Zwar durchsuchen die Ermittler nun die beschlagnahmten Computer des Paares, doch schon jetzt scheint klar, bei den Verdächtigen handelt es sich wohl nicht um die Haupttäter, eher um Nachahmer, Trittbrettfahrer. Rückblick. Vor 2 Jahren bekommt die Frankfurter Anwältin Bassa Yildiz Drohbriefe. Rassistische Beschimpfungen, Morddrohungen, auch gegen die Tochter. Die Unterzeichner nennen sich NSU 2.0. So auch in den Drohbriefen an die Kabarettistin Beida oder die linken Politikerin Wissler. Diese Mails gehören zur ersten Bedrohungswelle und lassen sich bislang nicht rückverfolgen. Und die Verfasser der ersten Welle sollen sensible Daten aus Polizeistationen genutzt haben, so der Vorwurf. Das grundlegende Problem ist, dass nicht in allen polizeilichen Datenbanksystemen die Abfragen immer rückverfolgbar sind. Es muss nicht immer ein Grund für die Abfrage angegeben werden. Das ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr großes Manko. Eigentlich müssen die Beamten ihr persönliches Passwort angeben, wenn sie auf die Datenbank zugreifen. Und doch, die Passwörter können auch von Kollegen genutzt werden. Die Systeme sind aber leider nicht so fortgeschritten, wie wir uns das vorstellen. Das heißt, wenn jemand in die Pause geht, wenn jemand mal ein bisschen Mittag isst, dann fährt er das System nicht runter, weil es oftmals dann eine Stunde dauert, bis es wieder hochgefahren ist. Bundesweit rufen Polizeibeamte im Einsatz täglich millionenfach Daten zu Verdächtigen ab. Nach einer Recherche der Welt gibt es seit 2018 400 Verfahren wegen unrechtmäßiger Datenabgriffe. Erstmal sind 400 Fälle, so wie recherchiert wurde, gemessen an 250.000 Polizeibeamten und Millionen Datenabfragen natürlich ein extrem guter Wert eigentlich, ein kleiner Wert, wobei 400 halt immer noch zu viel ist. Jetzt schaltet sich der Bundesinnenminister ein. Er will die Datenabfrage mit biometrischer Kennung prüfen. Soll heißen, Datenabfrage nur dann, wenn der Beamte dabei etwa seinen Fingerabdruck abgibt. Datenschutzrechtliche Bedenken bei den Grünen. Ich glaube, dass die Idee nicht zielführend ist und sie ist natürlich auch ein sehr harter Einschnitt, weil den Zugriff auf biometrische Daten von ungefähr 300.000 Polizistinnen und Polizisten, das ist nicht zu vernachlässigen.
Die Gewerkschaft der Polizei hingegen befürwortet Seehofers Vorschlag. Abfragen mit biometrischer Kennung würde endlich Klarheit schaffen. Darüber, wer sich nicht an die Spielregeln hält oder sich gar dem NSU verbunden fühlt. Die Datenlecks bei der Polizei und deren Konsequenzen. Dazu ein Kommentar von Georg Restle vom Westdeutschen Rundfunk. Mal kurz ein bisschen in Polizeidatenbanken herumstöbern. Mal schauen, was man da so alles über Sie oder mich herausfinden kann. Persönlichste Daten ausschnüffeln, Privatadressen, sogar Krankheiten und alles andere, was man mittlerweile so auf Polizeirechnern speichern darf. Nein, das alles kann nicht als Feierabendvergnügen übereifriger Polizeibeamter durchgehen. Das sind schwerste Verstöße gegen Recht und Gesetz und den Datenschutz. Wie gefährlich das werden kann, haben wir gerade in Hessen erlebt, wo persönliche Daten erst über Polizeicomputer abgefragt wurden und dann in widerlichen Drohschreiben von Rechtsextremisten auftauchten. Offenbar haben sich die Täter bei der hessischen Polizei da sehr sicher und sehr unbeobachtet gefühlt. Nein, illegale Datenabfrage ist kein Kavaliersdelikt. Sensible Polizeidaten dürfen eben nicht in Hände Dritter geraten, schon gar nicht in die Hände solcher Menschen, die andere bedrohen, verfolgen oder gar töten wollen. All das ist aber offenkundig geschehen und es kann wieder geschehen, weil es da große Regelungslücken in den Landesgesetzen gibt, weil die Täter keine Strafe fürchten, weil niemand so genau hinschaut. Ja, immerhin ein paar hundert Verstöße wurden jetzt zwar bekannt, die Dunkelziffer dürfte aber um ein Vielfaches höher liegen. Deshalb braucht es künftig strengere bundesweite Regeln, es braucht engere, unabhängige Kontrollen und es braucht empfindliche Strafen für Polizeibeamte, die sich nicht an diese Regeln halten. Was es dagegen nicht braucht, noch mehr Gesetze für Sicherheitsbehörden, die die Befugnisse zum Datensammeln, Speichern und Weitergeben auch noch erweitern. Schließlich sind es unsere Daten, es ist unsere Privatsphäre, es ist unser Leben. Die Meinung von Georg Restle. Eine desaströse Wirtschaftslage, dazu die nicht klein zu kriegende Bedrohung durch islamistische Terroristen, die weite Teile des Nordens kontrollieren, und Kämpfe zwischen verschiedenen ethnischen Gruppen. Mali ist ein Land, das dabei ist, ins Chaos abzurutschen. Und eine UN-Mission, an der auch die Bundeswehr beteiligt ist und mithelfen soll, das Land im Nordwesten Afrikas zu stabilisieren, kann das offenbar auch nicht aufhalten. Die Situation ist so angespannt, dass heute 15 westafrikanische Staaten dazu aufgerufen haben, in Mali eine Regierung der nationalen Einheit zu bilden. Denn seit Wochen wird Mali dazu noch erschüttert von Protesten gegen diese Regierung. Die geht brutal gegen die Demonstranten vor. Auch eine von der EU ausgebildete Einheit soll dabei scharf geschossen haben. Norbert Hahn. Es sind die Bilder, die schmerzliche Erinnerungen wecken an den letzten Tag im Leben ihres Sohnes Fassal. Er hat sich gewaschen vor dem Gebet. Als Fassal die Kugel traf, starb er an Ort und Stelle, auf dem Weg zur großen Moschee. Niemand kann etwas gegen Gottes Willen tun. Am Freitagmorgen, als er aus dem Haus gehen wollte, sagte ich ihm, er soll hier bleiben, weil die Lage in der Stadt nicht gut sei. Aber er bestand darauf. Die Lage in der Hauptstadt Bamako. Immer wieder gibt es Demonstrationen der Opposition. Zehntausende fordern regelmäßig den Rücktritt der Regierung von Präsident Ibrahim Boubacar Keita, kurz IBK. Keita, hier rechts in weiß, machen viele im Land verantwortlich für die schlechte wirtschaftliche Lage, für Korruption, die mangelnden Erfolge im Kampf gegen die Islamisten im Norden. Vor allem aber für Unregelmäßigkeiten bei den jüngsten Wahlen. Die internationale Gemeinschaft vermeidet Rücktrittsforderungen. Keita ist für sie ein verlässlicher Partner. Anders als er, Mahmoud Diko, Imam, Ausbildung in Saudi-Arabien, gilt als religiöser Hardliner Salafist. Seine Kritiker nennen ihn Ayatollah von Bamako, ein Titel, der UN und EU erschaudern lässt. In den Augen vieler Malier aber ist er glaubwürdig, anders als die Regierung. Wir sind ein standhaftes Volk, niemand, der sich unterwirft oder resigniert. Ich sterbe lieber als Märtyrer, denn als Verräter. Die jungen Menschen, die gestorben sind, haben ihr Leben nicht umsonst verloren. Diko spricht vom 10. Juli. Demonstranten ziehen durch die Stadt, Barrikaden werden errichtet, die Scheiben des Parlaments eingeworfen. Mindestens 14 Menschen sterben durch Schüsse der Sicherheitskräfte, darunter auch Fassal Cissé.
Eine verirrte Kugel hat ihn getroffen von der Antiterroreinheit Forsat. Es war wirklich Forsat. Dabei hat er nichts gemacht. Forsat entstanden aus fast 200 Polizisten, die von der EU ausgebildet wurden, so wie hier auch Truppenteile der malischen Armee. Beim Forsat-Training gehe es um den Kampf gegen Terroristen und nicht um Einsätze gegen Menschenansammlungen, erklärt die EU. Diese Missionen beinhalten keine Rolle oder Verantwortung für Einsätze. Das liegt einzig im Ermessen des Partnerstaates. Doch Kritikern reicht das nicht. At the end of the day, die EU und die anderen internationalen Akteure in Mali, die in die Stabilisierung der Region und in Menschenrechte investiert haben, müssen notfalls ihre Zusammenarbeit mit den nationalen Regierungen aufgeben, wenn diese weiter Menschenrechte verletzen. Welchen Weg hat Mali noch vor sich? Ich habe nichts zu sagen, mein Fassalsbruder Omar. Ich will nur, dass seine Seele endlich Ruhe findet. Seit Mitternacht gilt eine neue Waffenruhe in der Ostukraine. Doch die wurde angeblich schon am ersten Tag gebrochen. Mehr dazu in weiteren Nachrichten mit Linda Zervakis. Die ukrainische Armee meldete bereits kurz nach Inkrafttreten, dass pro-russische Separatisten mit Maschinengewehren und Mörsern geschossen hätten. Diese dementierten, die Feuerpause gebrochen zu haben. Im 6 Jahre andauernden Konflikt in der Donbass-Region hat es immer wieder Vereinbarungen für Waffenruhen gegeben. Die jetzige gilt als wichtige Voraussetzung für einen neuen Krisengipfel, um die Region zu befrieden. In der chinesischen Stadt Chengdu haben die Behörden das Gebäude des US-Konsulats in Besitz genommen. Zuvor hatten US-Diplomaten und Ortskräfte das Haus geräumt, wie von der Regierung in Peking gefordert. Der Schritt gilt als Vergeltung für die Schließung des chinesischen Konsulats in der US-Großstadt Houston vergangene Woche. Washington und Peking werfen sich gegenseitig Spionage und Einmischung in innere Angelegenheiten vor. Im Internet gibt es kein generelles Recht auf Vergessenwerden. Das geht aus einer Entscheidung des Bundesgerichtshofes hervor. Suchmaschinenbetreiber wie Google können zwar verpflichtet sein, Links aus Trefferlisten zu entfernen, es müsse aber immer im Einzelfall entschieden werden, welche Interessen und Rechte Vorrang hätten. Im konkreten Fall hatte der Ex-Geschäftsführer einer Wohlfahrtsorganisation geklagt, um Presseartikel aus Googles Suchergebnissen löschen zu lassen. Gold ist so teuer wie noch nie. Gründe sind die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie, wie die steigende Verschuldung von Unternehmen und Staaten oder anhaltend niedrige Zinsen. Mehr dazu von Markus Gürne aus der Frankfurter Börse. Seit Jahresbeginn legte der Goldpreis um 28% zu. Aber nicht alle verwahren Münzen oder Barren. Einige Anleger haben Gold in Form von Wertpapieren im Depot. Gewinne nach einer Haltefrist von einem Jahr unterliegen bislang nicht der Abgeltungssteuer. Das könnte sich für Goldwertpapiere aber ändern. Die Bundesregierung plant, Gewinne von Edelmetallzertifikaten zu besteuern. So sieht es ein Entwurf des Jahressteuergesetzes 2020 vor, das kommendes Jahr in Kraft treten soll. So müssten auf Gewinne aus Goldwertpapieren Kapitalertragssteuer, eventuell Solidaritätszuschlag und Kirchensteuer bezahlt werden. Bei physischem Gold, also zum Beispiel Münzen oder Barren, jedoch weiterhin nicht. Deshalb könnten die Wartezeiten bei Goldhändlern noch länger werden und diesen höhere Gewinne bescheren. Fußball-Bundesligist TSG Hoffenheim hat einen neuen Trainer, Sebastian Hoeneß. Der Sohn des früheren Nationalspielers Dieter und Neffe des ehemaligen Bayern-Präsidenten Uli Hoeneß erhielt einen 3-Jahres-Vertrag. Er ist Nachfolger des im Juni entlassenen Alfred Schreuder. Für Sebastian Hoeneß ist es der erste Trainerjob bei einem Bundesligisten. Er hatte in der abgelaufenen Saison die zweite Mannschaft des FC Bayern zur Meisterschaft in der dritten Liga geführt. Als Mitte März unser Alltag im ganzen Land heruntergefahren wurde, da machten Sie hier weiter Ihren Job. Die Krankenpflegerin, die Hebamme, die Reinigungskraft, der Altenpfleger oder die Polizistin. Also die, die normalerweise nicht im Mittelpunkt, aber in neudeutsch systemrelevanten Berufen stehen. Sie sorgten dafür, dass in den ersten Wochen und Monaten der Corona-Pandemie nicht alle Lichter ausgingen. Obwohl auch Sie Sorgen wegen des neuen Virus hatten und sicherlich zahlreiche Fragen. Dafür wurden diese Heldinnen und Helden des Alltags an so manchen Abenden von den Balkonen beklatscht. Es gab viel Anerkennung
Und wir stellten einige von ihnen in einer eigenen Tagesthemenserie vor. Aber was ist aus diesen so Porträtierten geworden? Was bewegt sie heute, ein halbes Jahr später? Bei drei von ihnen haben Anna Mundt, Thomas Kempe und Robert Holm mal stellvertretend nachgefragt. Mein Name ist Wanda Schulte, ich bin alleinerziehend. Mein Sohn ist 2 Jahre und heißt Lovis. Ich bin Sascha Heger, wohne hier in Hamburg und bin Busfahrer bei der Hamburger Hochbahn. Und das ist Caroline Diefenbacher. Sie hat in Corona-Zeiten Abitur gemacht und will jetzt Wirtschaftsinformatik studieren. Ja, das war, im Grunde war das ein Meteoriteneinschlag in unser Leben. Also es hat einfach von einem auf den anderen Tag gefühlt unser gesamtes System durcheinander gewirbelt. Es ist vieles weggebrochen, was mir vorher viel Hilfe und Unterstützung war. Das war auf jeden Fall eine lebensverändernde Situation. Wollen wir schauen, ob es geholfen hat? Ja. Um ehrlich zu sein, das Abitur in Zeiten von Corona war ganz besonders. Klar hatte ich Bedenken, dass ich diesmal vielleicht ein schlechteres Abitur bekommen könnte. Aber ich bin eine Person, die halt immer mit anderen zusammenlernt und dann irgendwie auch anderen Leuten was erklärt, damit ich das selber verinnerlichen kann. Dementsprechend fiel mir das schon etwas schwieriger, diesmal zu lernen. Der Alltag, wie er jetzt läuft, also ich hoffe, er wird nicht zum Alltag. Es ist ungewohnt, weil man jetzt eine Scheibe hat. Man fühlt sich wie in der Bank. Und es ist noch sehr, sehr schwer, die Fahrgäste zu verstehen, da die ihren Mundschutz tragen und wir die Scheibe haben. Es ist aber sonst sicherer. Man hat das Gefühl, es ist einfach sicherer. Also natürlich wäre es schön gewesen, eine Abschlussfeier gehabt zu haben. Aber ich meine, man kann auch nicht so viel erwarten in dieser Situation. Dementsprechend war ich da auch nicht besonders traurig, dass wir da keine Abschlussparty hatten oder keine Mottowoche oder keine Abi-Streiche. Die Situation ist jetzt noch schwieriger eigentlich für uns geworden. Ich habe meinen Job verloren aufgrund von Corona. Ich habe dann zwar glücklicherweise schnell einen neuen Job bekommen, den ich im September anfangen werde. Dennoch bleibt die Sorge groß, was dann im Herbst und im Winter mit dem Virus passiert und ob es eine zweite Welle gibt. Liebe Fahrgäste, bitte beachten Sie, aktuell ist in Bus, Bahn und an Haltestellen ein Mund-Nasen-Schutz zu tragen. Vielen Dank. Wenn ein Fahrgast ohne Maske in meinen vollen Bus reinkommt, werde ich ihn auf jeden Fall höflich darauf hinweisen, dass wir zurzeit eine Maskenpflicht haben. Möchte sie dennoch nicht aufsetzen, dann werde ich ihn natürlich erstmal mitnehmen, weil ich möchte einfach deeskalierend wirkend. Und würde dieses dann aber an die Leitstelle weitergehen, die daraufhin die Hochbahnwache informiert und die würde mir dann in dieser Situation helfen. Also ich denke, dass meine Vorstellungen vom Studienleben wahrscheinlich komplett anders sein werden dieses Mal. Also die Realität wird wahrscheinlich sich überhaupt nicht in meinen Vorstellungen widerspiegeln. Also man muss es halt komplett umgestalten und da sich einfach bessere Sachen einfallen lassen, um halt auch andere Freunde draußen sehen zu können, ohne dass man da jetzt irgendwer eine Gefahr wird. Meine größte Sorge ist, dass die Kitas dann die Kinder beim Schnupfen oder beim Husten nach Hause schicken, weil ich ja die ersten 6 Monate in Probezeit sein werde. Und ich habe einfach Sorge, dass ich dann den neuen Job auch wieder verliere. Die Hoffnung für die Zukunft ist, dass Corona jetzt schnellstmöglich einen Abgang macht. Weil so langsam ist es doch schön, wenn wir zum Alltag einfach wieder zurückkehren. Eine neue Woche, eine neue Chance für den Sommer, seinem Namen auch gerecht zu werden. Carsten, und was macht er draus? Ja, er wird die Chance nutzen. Also vor allem in der zweiten Wochenhälfte wird es von Tag zu Tag wärmer. Am Freitag und am Samstag werden wir in Deutschland 35 Grad, zum Teil sogar noch mehr bekommen. Also das ist dann wirklich der heiße Hochsommer. Übrigens, Hochsommer gibt es zurzeit auch im hohen Norden, und zwar in der Arktis. Das hier hinter mir, das ist ein Foto aus der Arktis, und zwar vom deutschen Forschungseisbrecher Polarstern, der mit dieser Eisscholle, die wir hier sehen, schon seit rund 10 Monaten durch den Arktischen Ozean driftet. Und heute gab es die höchste Temperatur der letzten 10 Monate. Und zwar befindet sich die Polarstern hier zwischen Grönland und Spitzbergen in der Framstraße, driftet nach Süden. Heute wurde hier eine Temperatur von knapp mehr als 4 Grad, plus 4 Grad Celsius gemessen. Klingt nach wenig, aber wenn wir dorthin gehen, wo zum Beispiel heute hier sonniges Wetter war, nach Spitzbergen, da sehen die Temperaturen ganz anders aus. Am Wochenende wurde in Longyearbyen ein neuer Temperaturrekord von sage und schreibe 21,7 Grad gemessen. Diese zunehmenden Warmlufttransporte Richtung Nordpol haben auch Folgen. Noch nie gab es im Juli so wenig Packeis in der Arktis wie in diesem Jahr 2020.
Zu unserem Wetter. Da kommen ein paar neue Wolken an. Und zwar in der Nacht schieben sich diese Wolken hier im Nordwesten rein. Morgen Vormittag dann vor allem im Nordwesten ein paar schlappe Regenschauer. Es ist nicht viel Regen. Die Wolken ziehen dann allmählich weiter. Im Süden beginnt der Tag sehr sonnig, aber vor allem am späten Nachmittag und zum Abend bilden sich am Alpenrand und im Alpenvorland teilweise kräftige, unwetterartige Gewitter, vor allem mit kräftigem Starkregen im Berchtesgadener Land und im Chiemgau. Die Temperaturen nachts liegen meistens bei Werten zwischen 15 und 22 Grad. Morgen tagsüber gibt es eine Zweiteilung. Im Nordwesten 19 bis 25 Grad. Im Südosten, bevor hier die Gewitter ankommen, 32 bis 34 Grad. Kurz noch zu den weiteren Aussichten. Am Mittwoch nochmals etwas weniger Regen im Norden bei 18 Grad. Sonst recht sonniges Wetter. Am Donnerstag überall schon wärmer mit 20 bis 34 Grad. Und dann kommen, wie gesagt, Freitag und Samstag. Es wird heiß, Carsten. Vielen Dank für diese Aussichten. Und das waren die Tagesthemen. Hier im Ersten geht es jetzt weiter mit der Story im Ersten, die fragt, ob all die Corona-Konjunkturprogramme unseren Lebensstandard retten können. Das Nachtmagazin mit André Schünke meldet sich um 0:05 Uhr und wir sind dann morgen Abend wieder für Sie da. Bis dahin, tschüss und bleiben Sie zuversichtlich.